Wir haben jetzt doch für einmal aus bürgerlicher Sicht etwas sehr Positives zu vermelden. Ja. Die Eleonore ist ganz aufgeregt. Ja, weil wir jetzt ja aus der jüngeren Generation endlich wieder mal so eine dynamische junge Führungsperson werden haben, die noch weiss, was bürgerliche Werte sind. Wir möchten Ihnen darum gerade mal vorstellen, Herr Köppel, sind Sie so gut? Man hat es ja in der Zeitung lesen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er aktiv in die Politik einsteigen will, nicht wahr, Herr Köppel? Nach einer Situationsanalyse habe ich erkannt, die Schweiz hat enorme Stärken. Ja. Die Schweiz ist für ihr Schicksal im Rahmen ihrer Möglichkeiten selber verantwortlich. Einmischungsversuche sind zurückzuweisen. Sehr richtig, brillant. Da sind wir einer Meinung, aber jetzt konkret. Nach dem 9. Februar... Der Souverän will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder selber steuert. Unabhängigkeit ist das oberste Ziel. Das haben Sie toll gesagt, Herr Köppel. Weil die Schweiz unabhängig ist, ist sie erfolgreich und auch weil unsere grössten nationalen Tugenden Kompromissfähigkeit und Triebverzicht sind. Triebverzicht? Als bürgerlicher Verfechter vom freien Warenverkehr befürchte ich jetzt aber da doch eine gewisse Isolation. Herr Mann, jetzt lass doch endlich auch mal den Herr Köppel zu Wort kommen. Es ist höchste Zeit, dass Positionen und Begriffe geklärt werden. Die Schweiz ist ein faszinierendes Land. Der gemeinsame Wille zur Selbstbestimmung und Freiheit halten sie zusammen. Und der Souverän hat, wie Sie auch, Herr Köppel, enorme Stärken. Und darum muss ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten in die politische Arena für eine selbstbewusste, unabhängige Schweiz. Als oberstes Ziel. Einmischungsversuche sind zurückzuweisen. Es ist höchste Zeit, dass Positionen und Griff geklärt werden. Kompromissfähigkeit und Triebverzicht sind unsere grössten nationalen Tugenden. Ich bin unabhängig. Im Rahmen von meinen Möglichkeiten. Sie müssen die Eleonore verstehen. Sie hat lange auf so eine charismatische Person gewartet. Ich sage immer, für sie ist der Roger Köppel der Justin Bieber vom Bürgertum. Ja.